Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Recht herzlich willkommen hier bei Simrace TV. Und was wir jetzt hier machen und was wir überhaupt tun, da übergebe ich mal gleich an den kommenden Chefkommentator dieser Rennserie hier, an den Micha Klein. Herzlich willkommen, Micha. Ja, vielen Dank. Und was für Neuigkeiten, muss man dann auch dazu sagen, der kommende Chefkommentator. Ja, wir übertragen heute am Dienstag die RFLN, die R-Faktor Langstreckenmeisterschaft Nürburgring, ganz nach dem Vorbild der VLN. Wir befinden uns jetzt hier mitten im Qualifikationstraining des dritten Laufes der insgesamt 10 Läufe. Genau. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier im Zeittraining und das Ganze ist, ja, ich sag mal, momentan wieder mal dominiert von Kevin Maas im Augenblick. Und zwar ziemlich deutlich. Mit fast 10 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Aber dahinter geht es verdammt eng zu für Nordschleifenverhältnisse. So, wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendeinen in die Reihe kriegen. Da gehen wir mal am besten zu dem Felix Heinen, weil der ist hier momentan auf der 2. Wir haben ja nur dieses, logischerweise, nur in Anführungsstrichen, nur dieses eine Qualifying. Jede andere Regelung würde hier überhaupt gar keinen Sinn machen bei der Streckenlänge. Und das hoffen wir mal ganz schwer, dass der Felix hier mal noch ein bisschen was von diesen 10 Sekunden abknapsen kann. Erklärst du dir das? Hier. Ja, was heißt, erklärst du dir das? Das ist ziemlich schwierig zu sagen. Ja, Kevin Maas ist grundsätzlich ja, das Maß aller Dinge, was die Klasse 1 zumindest angeht. Er ist relativ konkurrenzlos für das Team Racing Association.de unterwegs. Die einzigen, die ihm hätten Einhalt gebieten können, war bisher immer zeitenmäßig zumindest das Team Core Motorsports. Die sind aber heute leider nicht am Start, so wie ich das gesehen habe. Zumindest nicht in der Qualifikation anwesend. Vielleicht kommen sie noch im Warm-up dazu. Aber ja, alles, was danach kommt, ist, wie du schon sagtest, relativ eng gestrickt und kann aber eigentlich nicht wirklich jetzt zumindest hier nicht in der Qualifikation mithalten mit Kevin. Genau, man sieht hier kaum einen Übergang von der ersten zur zweiten Klasse, wobei man sagen muss, dass die beiden Klassen auch leistungsmäßig relativ eng beieinander sind, ne? Ja, der Kevin zeigt es ja, also wenn man es noch ein bisschen ausreizt, dann ist die Klasse 1, Ja, könnte da das ist schon, richtig. könnte da schon ein bisschen Abstand reinbringen. Ich weiß auch nicht So. ganz genau, was der Felix da macht und der Benno und wie sie nicht alle heißen. Ja, also ich meine, das sind ja auch Ah, Namen, die sind durchaus bekannt und Ja, genau. gerade eben haben wir gesehen, der Lars Kober von Virtual Motion Racing, ja, hat es jetzt geschafft auf die Position 2. 3 Sekunden Ja. schneller als der Felix und jetzt nicht mehr 10 Sekunden langsamer als der Kevin, sondern Ja. nur noch 6. Genau. So, dann wollen wir mal schauen, ob jetzt Felix da nochmal kontern kann. Aber mir werden jetzt hier schon 7,3 Sekunden Rückstand angezeigt. Also das wird dann wohl eher nichts. Das könnte zwar eine leichte Verbesserung geben, aber nee, Benno Höft hat sich jetzt noch mal bis auf eine halbe Sekunde an den Lars Kober rangeschoben. Das wird Also doch. das ist natürlich doch spannend hier. Ja, und wir haben ja auch Premiere. Wir haben ja auch wirklich Premiere. Wir haben es das erste Mal geschafft, wir bei zwei beiden Experten hier. ja, pünktlich, also ja, so zu joinen auf den Server, dass wir das Qualifying überhaupt übertragen können. Das hat uns Ja. bisher, nicht, ja, da gab es immer mal ein paar Probleme. Und mal, also mal hoffen, dass das auch in Zukunft so ist. Ach ja, es ist schon lustig. Es ist schon wirklich lustig. Ja, also wie gesagt, der Kevin relativ konkurrenzlos vorneweg für das Team Racing Association.de in der Klasse 1 gefolgt. Und jetzt wird es dann eng vom Lars Kober mit einer 8,25,5, 6 Sekunden dahinter.
Auf Platz 3 haben wir dann das Handwerk, pilotiert von Benno Höft. Der befindet sich gerade mal 5/10 hinter dem Lars Kober. Also das ist für den 25-Kilometer-Kurs doch recht eng. Genau, und vor allem holt er sich jetzt frische Reifen. Und der Felix Heinen, da gucken wir jetzt dann gleich mal, was dann die Endzeit sagt. Der ist momentan circa 2,5-3 Sekunden hinterm Benno Höft unterwegs. Richtig, aber der hat, wenn das jetzt stimmt, diese 7,3 Sekunden, bleibt er auf Platz 4, knappert aber von dem Benno, knappert aber noch ein ganzes Stück Rückstand ab. Also da, das wird dann nochmal deutlich enger. Ja, werden wir jetzt gleich erfahren. Das ist ja schon auf der das Startziel. No. Nee, es sind wieder 10,5 Sekunden, die ihm fehlen, also ja. Keine Verbesserung. Und ich denke aber, das ist relativ, also für die Jungs spielt das Qualifikationstraining eine untergeordnete Rolle für den Felix und für den Steve Krumpelt. Die wollen sich ordentlich positionieren fürs Rennen und kommen dann über die Distanz, das ist denen ihr Ziel. Und das haben sie bis jetzt eigentlich ganz gut verfolgt und gut erreicht, bis auf den ersten Lauf, das war nicht so prickelnd. Ja. So, wo sind wir denn jetzt in der zweiten Klasse? Wo geht denn das los? Bei dem Robert? Die zweite Klasse beginnt bei S-Motorsport, dem Frank Schmitz, momentan auf Platz 5 liegend. Ah, okay. Und trennt hier schon die ersten Klasse 1 Autos von ihrer Gruppe ab. Wir sind jetzt momentan drauf beim Michael Fayer. Nee, nicht bei Michael Fayer. Korrigiere nicht mehr, beim Hannes Flitterer. Genau. Von der Cantina Band 1. Die liegen momentan auf Rang 10. Mit auch ungefähr 10 Sekunden Rückstand zum Frank Schmidt von S-Motorsport aus derselben Klasse. So, und danach haben wir unseren Spezi hier, Jörg Lang. Nee, haben wir gar nicht. Gottes Willen, wo sind wir denn hier? Da haben wir den Hannes nochmal. Und jetzt müsste der Jörg hier kommen, genau. Und der dürfte die Klasse 3 anführen, richtig? Das ist der Erstplatzierte von der Klasse 3, völlig korrekt. Vom Team KPR Sim Racing. Ja, das Team, was so ein meine innere Hoffnung, dem No-Limit-Motorsport-Team, etwas den Kampf ansagt. Ist auch jetzt hier in der Qualifikation recht deutlich, auch wieder 5 Sekunden Vorsprung vor den No-Limit-Jungs. Aber wie gesagt, wir reden hier von der Qualifikation, im Rennen kann das wieder ganz anders aussehen. Ja, und Jörg Lang gehört ja auch für welche Teams er auch immer unterwegs war, zu einem der wirklich derjenigen, die fast ausschließlich Nordschleifen-Events fahren. Also er fährt nur ganz, ganz selten woanders. So Multileague hat er sich letzte Saison angetan, aber auch nur, weil dort dann zum Saisonabschluss Nordschleife gefahren wurde. Ja, ist ja auch seine eigene Aussage. Da, wo die Nordschleife ist, darf er nicht fehlen. Genau. Also der müsste auch wirklich Setups für alle möglichen Fahrzeuge, für alle Streckenvarianten und weiß ich nicht was haben. Also selbst mit diesem Stinky Cup, da diese Kloschüsseln, diese 800 PS Kloschüsseln, selbst da würde der hier wahrscheinlich noch schnell sein. Also das ist tatsächlich unglaublich. Also Jörg Lang ist auch erklärter Trainingsweltmeister. Jedenfalls war das bei SimRacing.org mit tausenden Runden, also das ist wirklich unglaublich. Also ich weiß, dass er zu dem 24-Stunden-Nordschleifen-Event im Frühjahr diesen Jahres insgesamt 14.500 Kilometer trainiert hat. Oha. Also, ja, von nix kommt nix, ne? Ja, das kannst du laut sagen. So, dann haben wir hier den Erik P. Ja, der Erik Paye oder P., wie das jetzt genau ausgesprochen wird, weiß ich immer noch nicht.
vom Team Old Man Racing. Ja, eigentlich aus der Klasse 2, hängt jetzt hier noch hinter dem Klasse 3 Fahrzeug vom Jörg Langen. Und schiebt sich in diesem Moment dran vorbei. Genau. So, dann hat er. Aber grundsätzlich wäre es schon so, dass die Fahrzeuge, wenn sie dann in einer niederen Klasse positioniert sind, ans Ende ihrer eigenen gestellt werden am Start dann, oder? Die Klassen 1 und 2 untereinander werden überhaupt nicht angefasst. Genauso wie die Klassen 3 und 4. Wer sich da entsprechend auch vor einem Klasse höheren Fahrzeug qualifizieren würde, der würde auch da stehen bleiben. Okay, aber wenn jetzt jemand aus der Klasse 3 in der Klasse 2 platziert ist, Klasse 2 in der Klasse 3 platziert wäre, würde er ans Ende der Klasse 2 kommen. Also so ist es angedacht, ja. Ja, okay. Wir haben auch so das letzte Mal erlebt, dass es nicht jeder versteht, beziehungsweise Kommunikationsprobleme gab, ob er jetzt das darf oder ob er es nicht darf. Er müsste nämlich selbstständig dorthin fahren. Ja. Genau. So, jetzt haben wir nämlich auch noch eine vierte Klasse. Ja. Das ist aber noch nicht. Der BMW gehört, glaube ich, noch zur dritten, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche, oder? So ist es, ja. Das sind nämlich die wunderschönen DTM-Autos. Was haben wir hier den Schuldigen dafür, dass es jetzt hier Broadcasts gibt, falls auf Simbus TV. Ja, der Daniel. Genau. Mhm. Also momentan sind wir bei, ja, wenn jetzt noch ein Platz, ja genau, da haben wir. Der Marcel Pinskofer führt momentan die Klasse 4 an. Platz 18 gesamt, erster in seiner Klasse mit einer 9,21. Relativ flott unterwegs. Das sind aber die 318er BMWs, richtig? 320. Oder das sind 320er, okay. Mhm. Das sind die WTCC-Fahrzeuge. Mhm. Ja, ihm dicht auf den Fersen ist momentan der Danny Weller, gerade eben schon in kurzem Bild gesehen. Hatten das Pech im letzten Rennen, also beide Teams sind vorzeitig ausgeschieden, kamen nicht mehr in die Wertung rein, haben aber über das ganze Rennen, solange wie sie eben dabei waren, eine fantastische Show abgeliefert, haben sich gegenseitig ständig der Führung beraubt, haben dem Michael Bräutigam etwas Paroli bieten können von der Cantina Band 2. Und es war wirklich schön anzuschauen, was die beiden da fabriziert haben. Hier haben wir Danny im Bild. Leider, der Danny Weller und sein Teamkollege beim Fahrerwechsel ausgeschieden. Ja. Und der Marcel, weil sich sein Lenkrad verabschiedet hat. Mhm. Er hatte so einen heftigen... Marcel fährt ja auch alleine, ne? Der fährt auch alleine, ja. Also er sucht noch eine Unterstützung für das 6-Stunden-Rennen, alles andere... sieht er wohl als Herausforderung, alleine zu fahren. Okay. Ja. Er kann das auch. Wie gesagt, er hatte einen Einschlag das letzte Mal, kam da mit einer Hand vom Lenkrad weg. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, kam an seinen An-Aus-Knopf am Lenkrad und dann macht es nur noch kurz düdüm. Dann war das Rennen für ihn gelaufen, leider. Ja, genau. Ja, also der Marcel hat aber eben noch mal eine Sekunde draufgepackt. Das heißt, er hatte 2,5 Sekunden Vorsprung auf den Danny Weller. Vorher waren es 1,6. Ja. So, und dann müssen wir mal gucken, was der Danny jetzt hier noch reisen kann. Ob er hier noch mal was schafft. Vorne in der Klasse 1 ist alles beim Alten. Kevin Maas führt vor Lars Kober und Benno Hüft. Ja, Frank Schmidt ist nach wie vor Pulsetter der Klasse 2. Jörg Lang, Klasse 3, also hier hinten ist es eigentlich noch am spannendsten. Ein Opfer haben wir heute schon. Oha. Der Andreas Schröder, der ist ganz am Anfang vom Quali, ist der schon vom Server gegangen, wird das Quali definitiv nicht mehr mitfahren. Meine Hoffnung ist es noch, dass er jetzt seinen Teamkollegen irgendwo auftreiben kann, der dann wenigstens das Rennen fahren kann. Allerdings ist das beim Andreas wohl eher nicht der Fall, dass der überhaupt einen Teamkollegen hat für die kurzen Rennen, weil er die in der Regel auch selber fährt. Ja. Er hatte das Problem, ihm ist sein Fanatec Lenkrad total ausgefallen. Er hat einen Kabelbrand oder sowas in der Art gehabt. Jo, das ist so bei Fanatec. Das kauft man da aber mit.
Ja, und es sieht also ganz, ganz schlecht aus, dass das Team und jetzt wird es interessant. Der Andreas Schröder ist mit seinem Team Motorsport for All Gesamtführender. Oh, ja, das ist natürlich ganz bitter. Gesamtführender der gesamten RFLN und jetzt haben wir ihn auch schon hier oben im Warteraum vom Stream. Ah, okay. Da kann er gleich mal sein Statement selbst abgeben. Na klar, diesen Montag, ja. Ja, Andreas, hallo. Ach ja, das liebe alte gute Fanatec. Ja, hallo erstmal. Ja, hallo auch von mir. Ich habe es gerade schon ein bisschen versucht zu erklären. Vielleicht kannst du mit deinen eigenen Worten nochmal sagen, was hier genau im Argen liegt. Also abgeraucht, das passt, also das trifft das Ganze jetzt schon ganz gut. Ich bin ja am Samstag so ein 6-Stunden-Rennen alleine mitgefahren. Ja, und ich glaube, das hat ihm nicht gut getan. Ich habe das Lenkrad gerade geöffnet gehabt, habe schon gesehen, dass da schon ein Kabel angeschmort gewesen war und habe es gerade noch festgelötet. Ich habe auch irgendwo ein Bild hochgeladen im Reko-Channel. Ja, und dann habe ich das gerade wieder dran gelötet, Lenkrad eingeschaltet, da hat sich es einmal kurz kalibriert und dann kam schon die große Rauchwolke aus dem Lenkrad raus. Und ich nehme an, das war es dann für mich gewesen. Ja, ist ja eigentlich klar. Ich kann ja nur jedes... Das RS3, ja. Ist ja irgendwie klar, ich kann ja nur jedes zweite Rennen mitfahren, weil jedes zweite Rennen geht irgendwas kaputt, sei es die Pedalerie oder das Lenkrad oder letztens meine Festplatte. Der HDD hat einen Geist aufgegeben gehabt, da ist das Bild stehen geblieben und ja, das war's dann. Zum Glück noch nicht in der RFLN, das ist jetzt die erste Serie, wo ich noch keinen Ausfall hatte und ich endlich mal mein Rennen fehlerfrei zu Ende fahren konnte. Ja, dass das jetzt natürlich heute hier passiert ist, das war eigentlich irgendwo schon klar. Alle guten Dinge sind drei, das war jetzt das dritte Rennen und naja. Ja, drücken wir dir trotzdem die Daumen, dass das irgendwie, vielleicht lernst du ja aus diesem Kauf. Ja, Andreas. Ich bin ja eigentlich zufrieden, das ist das Problem. Ich kann leider. Das ist, glaube ich, erklärungsbedürftig. Also wenn du permanent Probleme hast, dann ist das natürlich, ist schon klar, aber aber beim nächsten Mal bist du schon wieder mit dabei, oder? Ich denke schon. Ich muss gleich mal dann im Internet stöbern und dann muss ja was Neues angeschafft werden. Anders geht's ja nicht. Weil ohne Lenkrad fahren, so à la Tiermann oder so mit Pad kann ich noch nicht. Ja, das ist glaube ich auch nicht so wirklich erstrebenswert. Naja, ich glaube, dafür fahre ich einfach schon zu lange mit Lenkrad, also naja, gut. Ich hatte damals auch aus, für. Bitte? Hast du einen Teamkollegen, der heute noch an den Start gehen kann, oder? Nein, definitiv nicht. Wir sind gerade schon die ganze Zeit dabei, irgendwie noch jemanden an den Start zu kriegen, aber die Fahrer, die sind, also der noch könnte, der hat Spätschicht heute und mein Zweitfahrer, den erreichen wir gerade nicht und wie ja vorhin schon, ich habe das im Stream mitgekriegt, wird halt eben bei den längeren Rennen mit aufs Auto gesetzt, also die 2-Stunden-Rennen und 3, je nachdem, fahre ich alleine. Ab 4 Stunden fährt eigentlich dann mein Teamkollege mit mir. Und naja gut, so wie es dann heute ist, werden wir wohl definitiv ausscheiden. Hi, wie bitter. Ja. Und das sieht doch eigentlich recht gut aus für die Meisterschaft, ne? Ja gut, ist jetzt dann der erste Streicher. Wenn ich dann mein neues Lenkrad habe und vielleicht mal die Pedalerie überhole, vielleicht kann ich dann auch wirklich dann mal jedes Rennen zu Ende fahren, wenn ich die Karre nicht in die Wand setze. Und naja. Drücken wir dir auf alle Fälle ganz doll die Daumen. Und werden wir mal schauen. Auge auf dich haben. Das heißt, wir können dann, falls nochmal irgendetwas passieren sollte, dann schon mal eine Spekulation anstellen, die sich dann wahrscheinlich bewahrheitet und die dich dann wieder reinwäscht, wenn es dann na gut, hat jetzt einen Vorteil. Ich kann mir jetzt erstmal ein Fläschchen Bier aufmachen und guck mir den Stream an und ich hoffe natürlich, dass ihr ja besonders oft auf unseren Danny Weller und auf unser Zweitmarkenteam das Handwerk schaltet. Das ist jetzt aber ein ziemlich dreister Wunsch von jemandem, der seine Technik im Griff hat. Ja, der Arme, der muss jetzt hier irgendwie spannend bleiben. Ja, kriegen wir schon. Weil du sagst, du machst ja jetzt erst noch ein Bier auf, fährst du ansonsten nüchtern? Bist du der Einzige hier, der hier nüchtern fährt? In der Regel schon, wenn ich ja gerade auf einer LAN-Party bin, dann bringe ich mir auch schon mal ein Bierchen dabei. Spaß. Ja, klar. Ja, mein Lieber, dann drück mal dir die Daumen. Vielleicht findest du ja... jetzt ist es ja richtig abgeraucht, sagtest du, ne? Ja, ist richtig abgeraucht. Der Motor macht keinen Muck mehr. Ja, okay.
Ja gut, da können wir jetzt auch nicht sehr, sehr wahnsinnig viel Trost spenden. Das heißt, wir können es versuchen, aber es wird ja nicht so wahnsinnig viel nützen. Ja, ich habe gerade schon versucht, Amazon anzurufen, ob die mir das eben mal per Drohne drüber schicken können, aber nichts zu machen. Haben ja, gesagt, so weit sie wären sie noch nicht. Also, naja, gut. Ach Gott, das ist ja auch ein Sauladen. Ja. Ja. Ja, Mensch, die hätten das ja, die müssten ja nur wirklich gute Beziehungen dahin haben. Ich habe es wohl auch gelesen, dass die das vorhaben. Ja, gucken wir mal. Ja. Gut, ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen, angenehmen Abend und ja, ich werde mal mehr anhören, was ihr zu sagen habt, so ansonsten. Und ja, alles klar, würde ich sagen. Ja, wir uns dann beim nächsten Rennen. Sollte das nicht klappen mit dem Lenkrad, der Micha freut sich mit Sicherheit auch über einen Co-Kommentator. Ja, genau. Doch. Naja, ich unterstütze jetzt erstmal moralisch oder seelisch, wie auch immer, unser Team da unten und vielleicht kann ich den auch irgendwie ein bisschen in der Arme greifen, dass zumindest heute unser Zweitmarkenteam das Handwerk irgendwie auch mal das Ziel erreicht. Die hatten ja in der Vergangenheit auch Pech gehabt, heute hat es halt mich getroffen. Ja. Okay, na dann. Alles viel klar. Glück. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Danke. Jo, tschüss. Bis dann. Danke. Wo er das gerade sagte mit der Drohne, wie viel Zeit haben wir noch? Oh, ist ja schon abgelaufen. Die Zeit ist abgelaufen, also wir sehen jetzt noch die Fahrer, die jetzt noch unterwegs sind. Wie sie ins Ziel einlaufen. Jörg Langen ist jetzt hier an der Zufahrt der Dinger Höhe. Ja. Wird also auch jetzt dann gleich nochmal über den Strich kommen. Führt momentan also die Klasse souverän an. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Position 3 der ersten Klasse. Da ist nämlich der Benno Höf nochmal unterwegs. Mhm. Und das sind jetzt 2,88 Sekunden Rückstand im ersten Sektor. Und mal gucken, weil der hat ja nur eine halbe Sekunde auf den Lars Kober. Eventuell gibt es hier noch eine Verschiebung. Also wäre uns ja zu wünschen. Also uns auf alle Fälle, dem Fahrer vielleicht auch, dem Lars nicht so sehr. Aber wie auch immer, auf alle Fälle unseren Zuschauern ist es immer zu wünschen. Ja. Werden wir da warten, bis er über den Zielstrich fährt. Ganz kurz nochmal zu Andreas Schröder. Wie gesagt, so ein Ausfall ist jetzt zwar nicht besonders schön, und macht auch gar keine Laune dem Fahrer selbst, aber für das Team ist es, wie gesagt, aus Meisterschaftssicht noch verkraftbar, denn wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, es gibt ja Streichergebnisse, derer 2 Stück, also 8 Läufe von 10 werden gewertet, 2 Ergebnisse werden sowieso gestrichen bei jedem Fahrer, von daher ist es eventuell noch verschmerzbar, dieser Ausfall heute. Ja. Also ich kann zu dieser Geschichte mit Hardware geht kaputt eine nette Anekdote vom 12-Stunden-Rennen erzählen, was ich broadcastet habe. Da hat ein Fahrer, dem ist abends, nee, in der Nacht beim Training noch, also vorm Rennen, ist ihm die Festplatte abgerollt. Und dann ist der früh um 4 zu seiner Mutter gefahren, irgendwie 80 Kilometer, und hat der aus deren Rechner die Festplatte ausgepackt. Und kurz vorm Rennstart kriegte er einen Anruf, wieso denn ihr Rechner nicht ging. Das fand ich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Und also alle macht dem Sim Racing, also definitiv. Da gibt es interessante Storys dazu, ja. Von Leuten, die sich dann nochmal eben schnell ein Lenkrad kaufen, bis zu eben sowas mit Festplatten ausbauen. Ja. Ja, eben, Mensch, Andreas. Ich weiß nicht, dann nochmal schnell ab in den Mediamarkt und irgendwie Driving Force Pro oder so. Für 60 Euro. Das wird eben auch von der Zeit her. So, dann gucken wir mal, was der Benno jetzt hier reißt. Ich habe es leider nicht auf die zweite Zwischenzeit geachtet. Ich sehe hier auch eine momentan im... Oder sehe ich eine? Doch, die müsste ich ja eigentlich sehen. Wo ist er denn? Da unten. 1,3 Sekunden. Da hat er eingebüßt im zweiten Sektor auf seine persönliche Bestzeit. Also, wenn er jetzt nicht noch einen hervorragenden dritten Sektor gefahren ist...
Dann wird er sich hier nicht verbessern. In diesem Moment der Hannes Pflederer von Cantina Band 1 Team nochmal über die Linie gefahren, auch seine Zeit nochmal verbessert. Allerdings bleibt es bei der dritten Position und... Ja, und Benno Höft holt sich... Nee, bleibt auch auf Platz 3. Er bleibt auf Platz 3 der Gesamtwertung und in der Klasse logischerweise. Also, da ist kein größeres... Keine größeren Änderungen mehr sehen hier. Wir können mal noch gucken. So sehe ich die 27 auf der Strecke als graue Bupsel. Nicht bewegend. Gibt es gar nicht. Weil hat der aber drei 27. Runden. Das könnte ja, das Team USR gewesen sein. Ah, okay. Die haben sich nämlich auch gerade, ja genau, verabschiedet. Es ist noch der Markus Gerzack auf der Strecke. Genau, da wollte ich eigentlich auch hin. Position 15. Daniel Mackhaus ist in unmittelbarer Nähe zum Zielstrich. Ja, der kommt jetzt hier. Der Markus hat noch ein bisschen Zeit. Der Daniel momentan... Siebter seiner Klasse. Fünfter seiner Klasse. Fünfter? Ja, mit 7 Runden. Ah, fährt jetzt in die Box. Ah, ja, okay. Na gut, dann wird sich da auch nichts mehr dran ändern. Nein. So, dann gucken wir mal hier. Ne, da wollten wir eigentlich nicht hin. Genau, den wollte ich auch haben. Der Markus Gerzack nähert sich jetzt hier auch dem Zielstrich. Dürfte dann auch der letzte sein, der noch auf der Strecke unterwegs ist. Ja. Und der fährt die Runde aber zu Ende. Ja, und verbessert sich auch. Allerdings reicht's nicht mehr ganz. Auf einen besseren Platz. Nee. Bleibt bei Gesamtplatz 15. Ja, Mensch. Ja, das Umschalten in die Warm-Up-Session hat auch schon begonnen. Wir können jetzt nicht mal mehr was vorlesen. Aber nochmal schnell. Doch, das Klassement ist soweit noch aktuell. Ja, in der Klasse 1, ich mache jetzt kurz die Zusammenfassung. Also der Kevin Maas hat die Pole-Position erreicht. Von der Racing Association auf Platz 2, der Lars Kober von Virtual Motion Racing, zweite Startreihe durch Benno Höft, das Handwerk und Green Flashes am Steuer dort Felix Heinen. Dann haben wir schon den ersten Klasse 2 Renner, nämlich den Frank Schmidt mit seinem Porsche 997. Neben ihm wird dann nachher in der Startaufstellung der Max Stötzel von P1 Gaming stehen. Joris Schäbart, ein Neuzugang in der RFLN, ersetzt das Team Ace Racing mit seinem neuen Team PC Motorsport auf Rang 7. Wie gesagt, auf Rang 8 das zweite RFLN 2 Fahrzeug. Robert Dreck im Team Solo. Gustl Dobry, das Team, wofür er fährt, dürfen wir nicht mehr erwähnen. Er fährt jetzt nur noch Solo auf Platz 9. Der Hannes Pflederer für die Cantina Band auf Rang 10. Das erste Klasse 3 Fahrzeug vom Jörg Langen, KPR Sim Racing auf Platz 11. Neben ihm wird stehen No Limit Motorsport, wie erwartet, in der ersten Startreihe vom zweiten Grid. Dann haben wir noch ein Klasse 2 Fahrzeug, Andreas Dahl, der dann hoffentlich im Rennen nachher in der Einführungsrunde Zugang zum ersten Grid aufschließt. Moritz Kaltwasser von Piranha Sim Racing auf Platz 14, Markus Gerzack Platz 15, MGR Motorsport und das, ja noch nicht das Ende der Klasse bildet, dann Daniel Mackhaus, kommt noch später einer von SAC Sim Racing Team auf Rang 16, fünfter in der Klasse 3.
Danny Weller holt sich die, Marcel Penzkofer holt sich die Pole für die Klasse 4. Auf Rang 2 dann der Danny Weller. Rang für Motorsport for All. Dann Just for Fun Virtual Racers holt Rang 3 der Klasse 4. Dann haben wir noch den Günther Wirges von MRS Virtual Racing Rang 6 der RFL N3. Und den Abschluss bilden momentan noch Super Sick Racing und Drace Motorsport. Beide Klasse 4. So, ich hoffe, man hört mich da draußen noch. Der Lutz hat wohl offensichtlich noch ein bisschen Problem mit seinem Mikrofon. Wertes Team wird Just for Fun vermisst hat in der Klasse 2, wird von Jimmy Kahn pilotiert. Der konnte leider nicht mehr joinen vom Qualifikationsrennen, wird aber dann im Rennen selbst wieder dabei sein. Patrick Muller sehe ich auch mittlerweile vom Core Motorsport, auch die Qualifikation nicht mitgefahren. Also die Fans von Core Motorsport dürfen sich freuen, weil der Patrick eben jetzt dann doch am Start ist. Was haben wir noch so für Neuigkeiten? Sonst war es das eigentlich. Genau, ich hoffe, ich bin wieder zu hören. Ja, also meine Seite aus ja. Okay, ja. Kleinen Ausritt eingelegt. ja, wollen wir mal hoffen, dass das hier alles durchhält bei mir. Also es geht nur um meinen Teamspeak hier zu Hause. Der Stream ist nicht in Gefahr. Ja, 5 Minuten noch. Der Micha war so gut und hat das Ergebnis des Qualifyings nochmal durchgegeben. Hat das einen Grund, warum jetzt keiner fährt? Ja, das wird jetzt nochmal es gehen jetzt nochmal ein paar Leute runter vom Server. Die wollen da ihren Catch nochmal lernen und dann wieder draufkommen. Und in der Zeit darf dann keiner fahren, weil dann die Startaufstellung nochmal neu gemacht wird. Okay. Die wird dann nochmal per Batch gedöns ja. vom Carsten Schulze nochmal komplett erneuert. So, ich sehe jetzt gerade, Dirk Ossenberg ist jetzt einer von denen, die jetzt nochmal runtergegangen sind, oder? Der war vorhin schon beim Carsten Schulze. Ich glaube nicht, dass der mitgefahren ist. Ne? Okay, weil er wird mir hier in der Liste angezeigt, aber halt grau. Jetzt kommt er wieder dazu, jetzt ist er wieder dabei. Genau, und da ist er auch wieder auf der Position. Ja, Mensch, 3 Stunden Nordschleife, genügend, um hervorragende Action zu sehen. Und ich habe gestern Abend ein Porsche-Rennen moderiert, 2x20 Minuten in Monaco, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schwitze heute noch. Ja, Monaco, das schöner war wirklich, Kurs. Das war wirklich ziemlich heavy, und aber nicht also jetzt nicht, dass die Fahrer jetzt Kabouts geschossen hätten oder so, nein, also es war schon toll, tolle Action auch, aber es war halt permanent was los, und man wusste gar nicht, wo man zuerst hinschalten soll. So, da haben wir hier auf der Nordschleife vielleicht das Glück, zumindest ein bisschen Glück, dass es
etwas verhaltener zugeht. Und trotzdem wünschen wir uns natürlich viele spannende Zweikämpfe und Dreikämpfe, vier, fünf Kämpfe und was möglichst noch mehr. Ja, wir werden sehen. Ja, wärmer. 20 Minuten Monaco. Da kriege ich im Herzrasen. Das ist nicht gut. Genau. Gut, ansonsten, was uns heute noch beim Rennen erwartet, wir haben den ein oder anderen Neuankömmling, wie schon vorhin ein bisschen angesprochen, hier dabei. Dann werden wir nachher nochmal ein bisschen draufgehen und ein bisschen was erzählen zu den Jungs. Wir haben da insgesamt, glaube ich, drei Teams, die neu dazugekommen sind und andere Teams eben ersetzen. Und in 2 Minuten geht es dann auch schon los. Ja, und da sind wir jetzt mittlerweile doch ein bisschen, ja, es ist, wenn man hier so in der Moderatorenkabine sitzt und man muss warten und weiß, erwartet ein ziemlich gute Action, dann ist das ja ganz schön belastend, also positiv belastend. Man ist aufgeregt, man freut sich und naja, also wird Zeit, dass es losgeht. Ja. Ich kann ja noch ein bisschen was dazu sagen. Wir veranstalten jetzt hier dann im Rahmen, nicht im Rahmen, sondern getrennt von der RFLN, veranstalten wir wie auf der Nordschleife auch noch ein 24-Stunden-Rennen nächstes Jahr. Genau eine Woche nach den 24 Stunden, die im Realen gefahren werden. Dazu ist es wichtig, zu diesen 24-Stunden-Rennen dürfen nur Teilnehmer eben teilnehmen, die auch hier in der RFLN bei einer gewissen Anzahl an Rennen aktiv waren, nämlich derer mindestens 4. Und an diesen 4 Rennen müssen mindestens die Fahrer eine Rennzeit von 45 Minuten aufweisen können. Das ist insofern interessant, weil das ein oder andere Team fährt ja hier mit Solo-Fahrern und dann gibt es eben Teams, die sich taktisch eben so verhalten müssen, dass sie ihre Fahrer eben nicht halbstundenweise rausschicken, zum Beispiel am Ende eines Stints, sondern die müssen ihre Taktik genau danach auslegen, dass möglichst jeder Fahrer möglichst lange fährt, also diese 45 Minuten voll bekommt, damit er eben auch das Rennen in seiner Qualifikation dann selbstständig gut geschrieben bekommt, um an den 24 Stunden teilnehmen zu dürfen nachher. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Regelung. Damit hält man sich irgendwelche Spacken fern und hat ein eingefahrenes Fahrerfeld, die sich untereinander kennen. So, es hat umgeschaltet. Ich stehe jetzt draußen, nämlich hinten. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, jetzt gucken wir mal. Ah, genau, da müssen wir nur wieder den Nummernblock anmachen. Ja. Da unten laufen nochmal die Qualifikationsergebnisse durch. Da sind aber ein paar Leute ohne Zeit. Ich denke mal, die sind verschoben. Ach nee, da sind die Pacecars dazwischen gekommen, deswegen. Genau, dann haben wir nämlich jetzt an der ersten Position das Safety Car für die ersten beiden Klassen. Ein zweites Safety Car führt die Klasse 3 und 4 an. So, und die Herrschaften fahren jetzt auch so allmählich raus. Da haben wir den Polesetter im Bild, den Kevin Maas. Ja, können wir gleich was zu sagen. Also die Racing Association hat es jetzt endlich geschafft, auch ihren eigenen Skin einzuschicken. Oh. Also wir müssen nicht mehr mit Standard-Skin fahren, sondern... Naja, muss ich jetzt ein bisschen umgewöhnen, wer die ersten zwei Rennen verfolgt hat. Also das Bild ist jetzt ein etwas anderes. Jetzt ein weißes Fahrzeug. Ja, mit grauen Längsstreifen oder... Das ist gerade nicht so gut. Ja, doch, graue Längsstreifen, die etwas an Carbon-Look erinnern sollen.
Ja, also wie gesagt, ja. Racing Association im neuen Design. Ja. Genau. Ansonsten kommen wir doch gleich mal zu dem Team, was uns jetzt neu begleitet in der RFLN. Da haben wir hier den Joris Schäbwart hier außen mit der 145. Ja, die 145. Das ist ein holländischer Fahrer, wird zum größten Teil auch alleine fahren, zumindest die kurzen Rennen. Er sucht aber auch noch für die etwas längeren Rennen einen Teamkollegen. Können wir hier dann direkt mal zur Fahrersuche animieren. Der für das PC Motorsport Team am Start. Ganz kleinen Moment mal. Also ich habe die Meldung gekriegt, dass es ruckeln würde. Ich hoffe, hier war nicht wieder irgend so ein Spacken drauf und hat mir hier irgendwas zerledert. Sieht aber für den Moment schon so aus, weil es ist relativ viel Auslastung, was ich hier gerade sehe. Obwohl, man sagt sogar, es ruckelt sogar im Sound. Jetzt wird es noch ein bisschen mehr ruckeln gerade. Ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht erklären, weil es sieht so aus, als ob das doch einigermaßen... Wir stehen jetzt erstmal zur Formation Lab, das heißt, wir haben noch einen Augenblick Zeit. Also ich kann es mir nicht erklären, wir haben keine Dropped Frames und die Auslastung ist noch im grünen Bereich. Also ja, ist eigentlich alles richtig, so wie es sein soll. Tut mir leid, ich kann keine Fehler finden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hoffe, dass es dann... Dann kann es eigentlich nur noch an Daily Motion liegen. So, was mache ich jetzt? Gut, für unsere Zuschauer, unterbrechen jetzt ganz kurz und gehen auf Stream 1 in der Hoffnung, dass das besser funktioniert. Wir sind sofort wieder da.